Struktur. Trotzdem nach links anfangen, in der Mitte ankommen, ausatmen, open up the quad, also öffnet den Beckenboden, alles was damit zusammenhängt. Dann einatmen und das Wasser. Und hier die Arme hängen lassen, das ist der Unterschied. Ein bisschen nach hinten. Wenn ihr eine Pause machen wollt, macht da drin eine Pause. Besonders wenn ihr merkt, es geht mir auf den Kreislauf, setzt euch möglicherweise hin, legt euch hin. Ich merke, ich muss langsamer machen. Die Harmonie der fünf Wandlungsphasen, wir haben die schon zerlegt und sind jetzt dabei, quasi den Frühfrühling, den Vorfrühling zu feiern. Und ich nehme die Formen aus diesen fünf Formen, die ineinander übergehen, Wandlungsphasen, die meiner Ansicht nach am besten für diese Jahreszeit passen. Man kann darüber reflektieren, das eine ist Struktur, Bäume ohne Blätter zeigen ihre Struktur. Das ist halt Spätherbst, wenn die meisten Blätter weg sind, bis zum echten Frühling, wenn die Blätter rauskommen. Das wäre Struktur, tituliert als Metall in den fünf Wandlungsphasen. Und der Winter ist angeblich Wasser. Eis ist für mich Winter. Und wenn es schmilzt, dann ist es für mich eher frühester Frühling. Und so benutzen wir das auch. Also Struktur und Wasser, diese beiden Formen aus den fünf Wandlungsphasen zusammen. Auch wieder langsam, synchron mit dem Atem. Und wir machen diese in einer Schleife, wirklich diese zwei, Struktur und Wasser, Struktur und Wasser, Struktur und Wasser, möglicherweise nochmal ein, zweimal die gesamte Form, um das wieder in den Fluss zu bringen. Aber achtet darauf, inwiefern sich das Körpergefühl, geistige Pattern sich ändern, wenn man nur diese zwei Formen macht. Das ist wichtig. Das ist einmal gut, um das zu lernen. Wie fühlt es sich an, um zu merken, wow, das hat einen Sinn. Und zum anderen ist es gut, um das dann später zu benutzen, wenn man merkt, oh, ich brauche jetzt eher was in dieser Richtung, dann macht man das. Ne? Also werdet so schnell wie möglich zum eigenen Lehrer. Badya, mit Badya, die Sutta, die ich vom Buddha vorgelesen habe. Struktur. Und jetzt gehen wir schon zur gesamten Form über.
anderthalb Durchgänge. Genießt das Wochenende, entwickelt das innere Lächeln, Körperwahrnehmung, inneres Lächeln, Freundlichkeit. Also diese drei sind erstmal wichtig. Ja, und alles, was dem im Wege steht, das sind eure Lehrer. Also das nicht unterdrücken, sondern genauer hingucken. Die Ursachen rausfinden, also mitkriegen, erlauben, was da ist, untersuchen und den Weg, der zur Gesundung, zum inneren Lächeln führt, kultivieren. Qigong. Bis zum nächsten Mal. Okay. Back to the still. Back to the black. Ja, Freundlichkeit. Freundlichkeit und fühlen. Okay.